Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Kletterei finde ich ja irgendwie geil, ne? Man muss ja mal sagen, das ist ja mal, mal richtig cool gemacht, ey. Okay, ohne Mumpen kein Raum. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ja, warte, ich muss nochmal Anlauf nehmen. Wie kann ich denn sprinten? Kann ich irgendwie sprinten? Nee. Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Er sprintet irgendwie immer. Hab dich! Alter Schwede. Ich würde mal sagen, das sieht sehr gefährlich aus. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Mhm. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Vor allem, wenn da mal ein Stein los ist oder so. Hier durch. Direkt hinter dir. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Aber gut gemacht, aus dem einfachen Grunde, weil man lernt gleich auch das Klettern und so. Und die Situation, in der man kommt. Ups, ist das eine Sünde? Ah. Oh nein, Nathan! Okay, wieder daneben gesprungen, aber naja. Man soll es ja auch üben, ne? Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich warte erstmal, bis er durch ist und dann gehe ich rüber. Jetzt aber. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Los, komm, 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 komm. Ja, schön gemacht. Alter, wo hast du das Ding hin? Ja, den gib doch her. Ja. Ach, Scheiße. Ich glaube, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, ich weiß, ich muss schwingen. Mein Gott, ey. So, und jetzt aber. Klappt doch, du sagst dann. Ach so, ich muss auch mal. Ich muss auch mal warten, bis der da weg ist. Weil sonst. Springe ich ihn im Nacken. Hey, komm hoch. Los. So, ja, los. Kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Um die Ecke? Okay. Geh um die Ecke. Er geht um die Ecke. Hm. Na los. Welche Ecke meint er denn? Ach, verdammt, ey. Geh ich ihm halt auf die andere Seite. Okay.
Will er nicht? Ach, verarsch mich jetzt hier nicht, ey. Ach, da oben ist er. Hm. Schöner Ausblick, was? Okay. Nicht schlecht. Das ist echt krass. Was ist denn das für ein Riesengebäude, Alter? Auf diesem Dach hier? Nein. Aber das ist ja echt krass, ey. Mehr oder weniger. Wo muss er jetzt hin? Schau mir zu. Okay. Jetzt bin verarsch mich nicht, ey. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Ja, ich weiß. Pass auf. Achtung jetzt, Jungs. Los. Viel nachdenken. Ich weiß. Oh Mist! Alter, das war aber knapp, ey. Geschafft. Ja, natürlich. Also das ist jetzt sein Bruder, oder wie läuft das hier? Vielleicht schreibt ihr mal ein paar Sachen in die Comments. Tipps und sowas alles. Wäre ich euch sehr dankbar. So, jetzt bist du mal dran. Okay, los, komm her. Echt? Ja, echt. Na, echt. Ich folge dir dann. Wo ist jetzt? Links ein zum Werfen. Bin ich jetzt runtergesprungen? Verdammt, bin ich doof. Okay, na los. Achso. Okay. Okay, dann mal los. Woo! Ha. Man, das ist ja eigentlich easy, muss ich ja sagen, ne? Okay. Okay. Nach dir. Wie nach dir? Verstehe ich jetzt nicht. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen bist. In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komme selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was?
Ich habe Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Oha. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Komm her hier, ich zeig dir gleich, wie das geht. Hm. Na los, komm schon. Komm, ich hau ihn weg. Alter. Gleich lachst du nicht mehr, mein Freund. Ich mach dich fertig, Alter. A ver cómo te sales de esta. ¡Elimínalo! ¿Qué tal esto? Alter, es ganz schön brutal. ¡Gánamelo! ¡Ven zurück! ¡Lucha como un hombre! Na, Schweine von allen Seiten, ne? Komm, komm, komm. Ya lo tienes. Du lachst gar nicht mehr, was ist mit dir los? Lachst gar nicht mehr, mein Freund. Komm schon, amigo. Mist. Te voy a matar, come mierda. Sí, Gustavo. Es tan bravo. Pendejo. Okay. Nochmal. Te voy a matar, come mierda. Voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Las los! ¡Ya basta! ¡Hau ihn kaputt! ¡Basta, idiotas! ¡Suéltenme! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, gringo, come mierda. Na ja, große Fresse. Ich dachte, du lachst. Komisch, er lacht gar nicht mehr. ¡Cájalo! Du estás esperando aquí, eh? Abre. Komm. Wie lange soll ich hier bleiben? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Verdammtes Schweinehund. Er freut sich bestimmt. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, 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 ey. Schon gut. Langsam. Okay, calma dich. Ach, schon wieder? Hör doch auf mit dem Scheiß. Ey, darf ich vielleicht mal duschen? Kajati. Ich kann euren Glatzkopf noch mal verhauen, wenn ihr wollt. Moin. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Esos dos tienen todas las... Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Ich kann mir noch nicht mal am Sack kratzen, das ist viel schlimmer. Hey, schöner Tag, nicht? Ja. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Was, ihr wollt alle Arsch voll haben? Hey, hey, tranquilízate. Anscheinend hast du Fans.
Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Hast du gesagt? Bist du früh genug? Ja, der puta madre. Wie? Ihr verprügelt den Glatzkopf ohne mich? Hallo? Ach, hört doch auf. Ach Mann, hört doch auf. Komm, ich mach das. Ach so, sag ich. Okay, ja, ich gehe schon. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Hier lang oder wo? Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Alter, soll ich da zu den Ratten runter oder was? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Hier werden ja auch nur die Schweine geknallt. Dadurch. Wie dadurch? Da oder da? Er ist geil, ne? Da. Dadurch. Wo denn? Da wären wir. Frische Luft, ja. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur? Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los! Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Der dicke Fe- Wenn der runterfällt, dann knallt's richtig. Ja, ja. So, komm, dann wollen wir da mal hin. Oh, ich dachte, das ist eigentlich so gegenüber. Okay, da müssen wir ein bisschen klettern hier. Ja, ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das so ein Kinderspiel ist. Ich muss erstmal gucken, wo wir überhaupt lang müssen hier. Also
Also hier ist noch so irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich da runter muss. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Also ich habe es nicht ganz so eilig. Von daher... Ah, okay. Alles klar. Okay. Ach so, dann kann ich die... Okay. Achso, dann kann ich dann wieder rüberklettern, okay. Ich brauche das Seil. Wie, du brauchst das Seil? Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Ich würde mal sagen, dann nehmen wir erstmal... Da müssen wir uns, glaube ich, ein Seil suchen, ne? Ach, da. Guck mal. Bingo. Und weiter geht's. Ich meine, grafisch muss ich ja sagen, nicht schlecht, aber irgendwie ist das alles so ein bisschen matt. Das kann natürlich auch so ein bisschen an meiner Einstellung liegen hier. In meinem Alter ist das natürlich immer ein bisschen schlecht, alles zu sehen. Von daher habe ich die Helligkeit ein bisschen höher gesetzt. Kann auch daran liegen. Würde ich auch sagen, liegt daran. Alles klar. So, los. Und auf geht's. Ich finde das gut. Das Meer sieht schön aus. Schöne alte zerklüftete Ruinen hier. Komisches Gefängnis hier. Na ja, gut. Was das soll, weiß keiner. Alter. Wo soll ich ihn jetzt hin? Achso, okay. Alter, verarsch mich nicht. Wie jetzt? Okay. Achso, okay. Ich wollte schon gerade sagen. Ich komme da nicht hoch. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Okay. Nein, ich wollte es gerade noch mal drücken. Okay. Ich könnte da runterrutschen. Ja, mach doch. Na los, komm her. Ha. Guck doch mal, wie geil das geht. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ich liebe das. Ja, Uncharted war schon immer geil. Also ich fand das richtig cool, weil das so ein bisschen war, so eine Mischung aus allem. Action und. Okay. Komm, ey, wir sind ja schon fast am Ziel. Hallo? Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Geil. Los, spring doch mal rüber hier. Schwer zu glauben, dass hier dann Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Tja, Galgen ist natürlich heftig, ne? Wo lang? Ich würde mal sagen, hier lang. Obwohl da oben... Ich muss da hoch. Na toll. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Okay. Was cool finde, ist es ja nicht schlecht. Oh, oh.
Na los, jetzt spring doch rüber. Ist doch ganz klar, dass es da hoch geht. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Okay. Okay. So, das war wieder eine Folge Uncharted 4. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Konsolendoc. Tschüss.